Hallöchen ihr Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir basteln wieder und ich mache mit dieser Serie weiter, dass ich euch eine Grundidee zeige und ich dann aber euch mehrere Gestaltungsmöglichkeiten zeige. Ich möchte das einfach so, weil doch viele manchmal so einen kleinen Hänger haben. Das passiert mir auch sehr oft, dass man dann nicht weiß, wie man was gestalten könnte. Ich werde versuchen, wieder 10 Mal das hinzubekommen über einen längeren Zeitraum und werde euch alle Videos dann wieder unten verlinken. So, was habe ich mir für das heutige ausgesucht? Erstmal, wir basteln eine Gutscheintasche. Gutscheine werden sehr gerne verschenkt. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mal mir so eins zum Testen genommen von Amazon für 100 Euro. Den stecke ich nachher rein, um euch das zu präsentieren. Und ja, was nehme ich dafür? Ich habe mir was rausgesucht. Ihr kennt mich aber oder viele kennen mich. Es kann natürlich auch passieren, dass ich dann was ganz anderes zum Schluss habe. Ich habe mir einmal diese, wie heißen sie? Stoffklebe, irgendwie sowas herausgesucht. Die habe ich im Action gekauft. Gibt es, glaube ich, derzeit sogar noch um diesen Zeitraum jetzt. Und ich verlinke euch auch alles unten in der Videobeschreibung, falls es Alternativprodukte gibt. So, das benötigt ihr. Ihr benötigt, da ist nochmal sowas. Dann habe ich mir rausgesucht eine Klammer. Dann habe ich mir hier diese Honeycomb, heißen sie, glaube ich, die man hier so aufmachen kann. Kann natürlich auch sein, dass das nicht passt. Ich habe mir hier diese irisierenden Klebesteinchen geholt und ich habe ganz normalen Hobbykarton. Es gibt viele Anleitungen im Internet, wo verschiedene Größen angegeben werden. Macht einfach die Größe, wie ihr das möchtet. Ihr könntet auch so eine große Gutscheinkarte machen und dennoch macht ihr in die Mitte nur dieses kleine Gutscheinfach. Alles ist möglich, alles ist erlaubt und ich nehme jetzt hier einen Hobbykarton in der Größe. Keine Ahnung, kann ich mal schnell messen. 27 mal 13,5. Das ist jetzt die Größe. Ich habe eben das Ganze schon mal getestet mit Hobbykarton vom Action. Da muss ich sagen, ist mir leider so ein bisschen die Kanten eingerissen. Deswegen habe ich jetzt mal von Siemens das genommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich mal losstiefeln und werde mir mal etwas preisintensiveres Papier kaufen. Oder mal bei faltkarten.de oder so heißt die, glaube ich, mal bestellen. Vielleicht bekomme ich da ja ein bisschen bessere Qualität. Muss in solchen Videos auch gesagt werden, ne? So, das ist das, womit ich dann gestalten möchte. Und Arbeitsmaterialien, auf alle Fälle eine Schneidematte, Lineal. Und dann habe ich hier nochmal Cuttermesser, Bleistift, Scheren, verschiedene beidseitige Klebebänder, eine Maus, eine Klebemaus, einen Eckenrunder. Und hier habe ich ein Falzbrett. Das Falzbrett habe ich von QVC letztes Jahr irgendwann gekauft. Es gibt es aber auch bei Amazon zum Beispiel. Man kann es aber auch komplett ohne Falzbrett machen. Ist halt alles ein bisschen umständlicher. So, in diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr diese Grundkarte macht, diese Grundgutscheinkarte. In den folgenden Videos werde ich das nicht mehr machen, einfach damit die Videos nicht zu lange werden. Ich werde es dann auch immer dazu sagen, falls ja neue dazukommen, die die Videos sehen, dass die wissen, aha, dieses Video muss ich anklicken, damit ich diese Grundidee erstmal sehe. Also heute Grundidee plus schon eine Gestaltung und ich würde sagen, wir starten mit dem Basteln. So, ihr sucht euch einen Motivkarton aus. Ich habe mich hier für rosa entschieden, weil meine ganze Gutscheinverpackung rosa werden soll. Ich habe die Größe 27 x 13,5. Die normale Größe ist so 26 x 11. Und von daher, wie gesagt, macht es so groß, wie ihr wollt und passt dementsprechend die Falzlinien an. Ich lege das jetzt hier an und mache meine erste Falz. Bei 8. Drückt nicht zu sehr auf. Nicht, dass ihr euch das Papier zu sehr reißt. Es kann reißen und sogar, ihr könnt es sogar trennen, wenn ihr zu feste macht. Ihr macht das nächste bei 10,5.
Und das andere macht ihr wieder bei 13. Was heißt wieder? Also ihr macht die nächste Falz bei 13. Und die nächste muss bei 21 gemacht werden. Da ich aber keine 21 habe, weil mein Falzbrett hier aufhört, nehmt ihr die letzte Falz, legt sie bei 0 an und 13 minus 21 ergibt genau 8. Und von daher hier die letzte Falz bei 0 anlegen und dann bei 8 nochmal falzen. Jetzt bin ich weggerutscht. Na, Katrin? Ist aber nicht schlimm. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Abknicks. Sieht man nachher nicht mehr, weil ich ja noch Papier drauf mache. So, das wär's. Da kann das Falzbrett schon weg. Wenn ihr das Ganze fertig gefalzt habt, schaut ihr euch das Ganze an. Wir haben hier die drei Falzungen. Wir haben hier die kleinere und die größere. Da, wo die kleinere und die größere ist, die haltet ihr jetzt nach oben. Dass es so aussieht. Jetzt nehmt ihr euch hier die drei Faltungen. 1, 2, 3. Und geht in die Mitte und knickt das nach oben. Dann knickt ihr es nach vorne. Dann holt ihr euch das nach oben. Geht super einfach durch die Faltung, wenn man sich denn nicht ein bisschen verfalzt hat. Und jetzt knickt ihr die obere Seite nach unten. Somit wäre der Grund fertig. Jetzt hat man die Möglichkeiten, hier sich das abzurunden. Sieht für mich immer besser aus. Ihr könntet es aber auch so lassen. Da ich aber einen Eckenrunder da habe, mache ich das auch gleich weg, dass ich es auch nicht vergesse. So, ihr könntet euch hier drinnen das auch abrunden. Gefällt manchen auch besser. Aber nun gut. So, hier hat man schon mal so dieses Grundgerüst, wie es dann aussieht. Und jetzt ist es so, dass ihr das Ganze erstmal so aufmacht und einmal rumdreht. Jetzt benötigt ihr das doppelseitige Klebeband. Ich habe ja so eine mittlere Größe genommen. Jetzt kommt einmal, entweder macht ihr es an diese Seite dran, also hier, 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 oder hier dran, hier, hier, hier. Ist eigentlich total egal, wo ihr das macht, also an welcher Seite. Und das in der Mitte dürft ihr nicht zukleben. Also einmal. So, jetzt nehmt ihr einfach die obere Seite und drückt sie auf die untere Seite. Und jetzt wäre das schon mal fertig. Das ist das, was ich jetzt in den nächsten Videos nicht mehr zeigen werde. Ab was jetzt kommt, das ändert sich dann immer. Und das ist sozusagen die Grundkarte, die man gestalten muss, damit man die Gutscheinkarte gestalten kann. So, also jetzt geht's weiter mit der Gestaltung. So, wir brauchen jetzt nochmal Papier, weil wir ja das Ganze verschönern möchten, wenn ihr es denn verschönern möchtet. Weil dieses Klebepapier durchsichtig ist, möchte ich das zusätzlich nochmal auf einen extra Karton machen. Von daher nehme ich mir wieder so rosa Karton nachher, mache ich gleich. Jetzt brauche ich erstmal die Größe. Ich brauche jetzt für hier was, für hier, für hier, für hier, für hier, für hier, hier und hier. Also, ich messe mir zuerst die vier großen Teile. Ich hätte hier einmal im Angebot 13,5 mal 8. 13,5 mal 8, ich schreibe mir das mal auf, weil ich das auch noch nicht vorhin vorbereitet habe. So, ich möchte ja nicht komplett das zu haben. Von daher möchte ich links und rechts, oben und unten ein bisschen unter, dass das rausguckt. Von daher nehme ich oben, unten, links und rechts einen halben Zentimeter weg. Das heißt, ich messe mir dann 12,5 mal 7 cm, dass ich da einen Abstand habe. Und das Ganze brauche ich viermal. Könnt ihr euch gerne gleich mitschreiben. Also 12,5 mal 7 und das brauche ich viermal.
Jetzt kommen wir zu diesem Teil. Das brauchen wir zweimal. Hier habe ich auch wieder 13,5 und ich habe 6. Das heißt, 13,5 und 6. Dann mache ich wieder 12,5 mal 5 und davon brauche ich zweimal. Jetzt kommen wir zu den nächsten 1, 2. Ich habe wieder 13,5 und ich habe hier 2,5. 13,5 und 2,5. War das jetzt 2,5? Ja. Und ja, 13,5 und 2,5. Hier nehme ich nicht ganz einen Zentimeter weg, weil das zu wuchtig aussehen würde. Hier mache ich 13 mal 5. Ne, 13 mal 2, so rum. 13 mal 2 und das Ganze brauche ich zweimal. So, hättet ihr jetzt Motivpapier, dann würdet ihr euch sofort das Motivpapier zurechtschneiden. Ich schneide mir das Ganze jetzt nochmal mit Motivkarton. Und ich achte auch darauf, dass ich die beiden Stücke, wenn ich mir die Rundung gemacht habe, auch schon wieder abrunde. So, das wäre erledigt. Ich habe eine einzige Änderung vorgenommen. Und zwar die kleinen Stücke habe ich nicht mit 13 gemacht, sondern auch mit 12,5. Einfach damit es einheitlich mit diesen Größen aussieht. So, jetzt komme ich zur nächsten Aufgabe. Jetzt muss ich die alle bekleben. Und zwar... Ja, hier gibt es verschiedene. Ich habe mich jetzt für diese entschieden. Da gibt es wirklich wundervolle Motive. Und ich werde jetzt ja, jedes einzelne Kärtchen damit bekleben. Mache ich wirklich alles mit Flamingos? Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Aber ich glaube schon, weil es vielleicht sonst zu durcheinander alles wird. Doch, ich mache das jetzt komplett. So, es ist das passiert, was nicht passieren sollte. Mir ist das Papier ausgegangen und ich habe es leider nicht mehr auf Vorrat. Ich dachte, ich habe noch zwei von denen, aber leider habe ich schon damit gebastelt und das habe ich total verschwitzt. So, schaut mal, das sieht doch schon mal toll aus, ne? Ja, ihr müsst für euch entscheiden, möchtet ihr so einen großen Rand haben oder nicht. Hier sieht das jetzt so aus, hier sieht das jetzt so aus. Und innen drinne sieht das jetzt so aus. Theoretisch würde das auch gehen, wenn man das jetzt so lässt. Weil draußen funkelt und sobald man das aufgemacht hat, denke ich mal, zählt für die meisten dann fast nur noch der Gutschein. Ich habe jetzt hier so Klebeband, das könnte ich jetzt noch machen. Oder ich nehme jetzt nochmal Motivpapier. Ich habe hier die ausgeschnittenen, die könnte ich nochmal bekleben. Ich werde es aber einfach so machen, dass ich mir hier drinne das Ganze dann mit Strasssteinchen mache. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das jetzt hier noch mache, damit ich den Gutschein auch reinbekomme. Nicht raus, sondern rein. Ich lege mir das dafür so hin. Und dann sind wir ja noch lange nicht fertig. Da geht es ja noch ans Gestalten. So, meine Karte, meine Gutscheinkarte ist wie groß? 8,5. Damit es ein bisschen Spielraum hat, mache ich 9 cm. Das bedeutet... 14 minus 9 gibt, es ist schon spät in der Nacht, ich kann nicht mehr rechnen, gibt 5, also mache ich so ungefähr 2,5 und 2,5 von jeder Seite. Dann dürfte, oh, das war viel zu, das darf ich da nicht hinmachen, das muss ich hier hinmachen. Einmal dahin und einmal von hier mache ich jetzt 9 cm. Das ist jetzt richtig. Ich bin total verpeilt gerade, weil mich dieses Bekleben total wuschig gemacht hat. 8,5, also 9. Und das machen wir hier hin. Ja, nicht ganz die Mitte, aber ist okay. So, jetzt habe ich ja hier und hier einen kleinen Punkt. Jetzt gehe ich hier rein und mache einen ganz kleinen Ritz. Und hier mache ich das ebenso, einen ganz kleinen Ritz. Jetzt nehme ich mein Lineal und mache von Ritz zu Ritz einen kleinen Schnitt. So, jetzt habe ich das hier. Jetzt kann ich hier wunderbar meinen Gutschein reinstecken. Zack, zack.
Und wenn derjenige, der das bekommt, aufmacht, da kommt der Gutschein entgegen. So, jetzt werde ich das noch ein bisschen dekorieren, einfach damit es für euch jetzt nochmal schön aussieht. Dass es nicht ganz so leer aussieht. Entschuldigung, meine Stimme verlässt mich. Hoffentlich wird das jetzt nicht zu... Mal gucken, dass ich den dann noch zubekomme. Wird natürlich dann ein bisschen holprig, denke ich mal. So, ihr seht ja, es bleibt nicht zu. Was bedeutet das? Ich brauche eine Banderole. Ich sollte Feierabend machen. Ich kann nicht mehr denken. So, wir haben hier Gold. Passt zu Gold. Ich habe jetzt hier ungefähr 21. Messt es einfach ab. Zahlen hier zu nennen wäre ein bisschen so Schwachsinn, weil ja jeder auch anders das Ganze macht. So, hier drum, hier drum. So, es kann sogar noch ein Stückchen ab. Ist ja logisch, durch die ganzen Umknickungen wird das Ganze ja ein bisschen. Na? Ja. Sag ja. So, jetzt haben wir das so. So festziehen, dass man das dann sehr schön rein und rausschieben kann. So, jetzt klebe ich das Ganze fest. Ich mache dafür hier doppelseitiges Klebeband hin. Ja, was mache ich nun? Ich hatte einen anderen Gedanken, weil ich es ja anders vorhatte. Jetzt muss ich ein bisschen umdenken. Ich hatte ja hier noch diese coole Klammer, die mir da hier gerade wegschnappst. Die könnte man zur Not dann hier noch so reinklemmen, um das Ganze ein bisschen zu verdecken. Jetzt werde ich... Ah, da kommen die Ideen. Okay. So... Mein Kopf füllt sich mit Ideen. Das ist sehr gut. Also ab. Das verdecke ich damit. Zack, zack. Jetzt mache ich den Flamingo da schon mal hin. So. Ach, sieht das so toll aus. Jetzt würde ich wieder sagen, ich würde es wieder machen, wenn man so das Endergebnis sieht. So, meine Guten, das war die Gutscheinverpackung. Etwas chaotisch. Ich denke, die zweite Verpackung wird nicht so chaotisch. Einfach, weil ich dann hier mit diesem Klebezeugs nicht arbeiten werde. So, jetzt kann man das hier schön rausschieben. Aufmachen. Juhu, ich habe einen 100-Euro-Gutschein bekommen von Amazon. So. Sehr schön. Gefällt mir. Macht was her, es hat aber Nerven gekostet, bin ich ehrlich. Auch weil mein Schneidebrett kaputt ist. Ich habe das alles mit der Hand ausgeschnitten. Also ein bisschen fester kleben noch, kann ich empfehlen. Und das kann man hier so schön hinmachen. Ja, finde ich okay. Finde ich echt süß. Und das ist jetzt mal so was ganz, ganz Einfaches. Ne? Also man, wie gesagt, ich werde mich da austoben. Ich mal gucken, ob ich wieder 10 verschiedene Sachen hinbekomme. Ich will jetzt auch nicht zu viel quatschen. Das wird sich dann zeigen, was ich da so gestalten kann. Und es ist halt Basteln mit Papier. Es ist wirklich so, so viel möglich. So, meine Guten, das war's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es so chaotisch war. Aber nun gut, so ist das halt manchmal. Warum sollte man das euch nicht zeigen? Es kann halt nicht immer alles perfekt laufen. So, das war's. Habt einen tollen Tag und dann bis bald. Eure Katrin.